Ja, hallo zu einem Video mit einem Thema, das viele nicht mögen. Das ist nämlich, bleib mal stehen. Nun, viele Menschen bleiben ja stehen, wenn es die Polizei sagt, halt stehen bleiben. Oder an der Ampel muss man stehen bleiben. Ampel rot ist, machen schon viele, nicht alle. Und so gibt es Situationen im Leben, wo man anhält, weil es besser ist. Wenn man an der roten Ampel anhält, ist es besser, statt überfahren zu werden. Nur im Leben macht man es wieder nicht. Bei seinen Lebensthemen bleibt man nicht stehen, sondern vor den tiefen Problemen rennt man entweder davon oder man stopft sie ganz tief in sich rein. Das heißt ja auch wie wegrennen, nach innen verstecken und dann den Fokus nach außen richten. Und so lassen sich keine Themen lösen. Mit Diskussionen auch nicht, mit Philosophien auch nicht. Sondern die inneren Lebensthemen kann man nur lösen, wenn man sie erstmal hervorholt. Und dazu muss man stehen bleiben. Das heißt, den Geist ruhig machen, in die Stille kommen, in die Ruhe kommen. Sonst kann man sowieso nichts sehen, überhaupt nichts. Und dann muss man die Augen aufmachen und eben hinschauen. Und dieses Stehenbleiben und Hinschauen und sich damit dem Thema auseinanderzusetzen, das mögen viele nicht. Viele Menschen haben eben diese Trigger, wenn man ein gewisses Wort erwähnt oder gewisse Themen, dann werden sie sofort, manche werden fuchsig, sagt man, oder wütend sogar. Und manche reagieren sofort und versuchen sich zu rechtfertigen und ja, der hat eigentlich so und so und so und eigentlich ist das ja nicht so und das nicht und hier nicht und da nicht. Und es hängt einfach damit zusammen, dass man davonläuft, das nicht sehen will und das Ego ist natürlich so schlau, dass ich will sie sofort verteidigen. Aber es bringt nichts, wenn man nicht hinschaut. Und das Thema betrachtet. Sobald man irgendwas vielleicht gesagt bekommt oder irgendwas liest und es passt dann nicht in den Kram, dann kann das so sein, ist kein Problem. Aber sobald man vielleicht anfängt und dagegen schimpft oder sagt, das ist falsch, kann es eben mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass man da so ein empfindlichen Punkt getroffen hat. Und statt hinzuschauen, wird dann oft kritisiert, den anderen oder das andere Medium. Die Zeitung wird kritisiert, Menschen werden kritisiert, Artikel, Texte, Videos und wird alles kritisiert, statt dass man erstmal anfängt. Könnte er vielleicht recht haben? In wissenschaftlichen Dingen ist es wieder ein bisschen anders vielleicht, aber in psychologischen Dingen, seelischen Themen, Lebensthemen findet man eben oft auch diese Flucht. Und die Flucht kann man natürlich auch nach vorne antreten, indem man sofort kritisiert. Die, die am lautesten schimpfen, haben oft den meisten Dreck am Stecken. Also auch positiven Dreck, das heißt Lebensthemen. Ja, wer nichts hat, braucht nichts verbergen. Wer nichts hat, braucht nicht schimpfen, sondern er hat alles. Alles gelöst, keine Probleme mehr oder wenig. Doch sobald man empfindsam, empfindlich reagiert auf so Themen, wo vielleicht jemand gar nicht böse meint, dann hat man auf jeden Fall irgendein Thema damit. Sogar mehr wie der, der vielleicht diese Worte oder den Text verfasst hat. So
So, und das ist schon das erste Dilemma, das ist nämlich das Hinschauen. Und im Endeffekt ist das Hinschauen selber nicht das Problem, sondern wenn man hinguckt, wird sofort wieder irgendetwas betrachtet, sofort aufgesaugt, sofort mit dem Gehirn verarbeitet, sofort alte Dinge hochgeholt, damit verknüpft, um sich aus alten Traumen zu schützen. Und dann schaut man nämlich gar nicht mehr hin und ist schon in irgendeiner Meinung, Sichtweise verfangen. Wenn man nur beobachtet, dann würde man nichts sagen können, weil man schaut. Und dann sieht man, wie ist es wirklich, wie fühlt sich das an. Und vor allen Dingen, wenn man nur schaut, beobachtet, wenn jemand irgendetwas sagt, was mir vielleicht nicht in den Kram passt, wenn ich da nicht sofort mit meinem Gedankenmüll dagegen ansteuere, sondern einfach nur das lasse und wirken lasse. Wie fühlt sich das an? Was passiert? Bekomme ich Angst? Bekomme ich Angst, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe? Habe ich Angst, dass er recht hat? Oder hat er nicht recht? Dann fühlt sich das komisch an, was der sagt, mit mir nicht übereinstimmend. Und dann wäre es kein Problem. Dann könnte ich seine Meinung bei ihm lassen und das andere bei mir lassen oder bei ihr lassen. Wir wollen ja auch die Dame nicht ausnehmen. Und das Geheimnis ist einfach mal dieses objektive Schauen. Ohne sofortige Bewertungen und Einordnen. Recht, nicht recht, hat er dies, hat er das, sondern einfach mal wirken lässt. Es ist natürlich schwierig, wenn man so empfindsame Themen hat, wo man vielleicht Jahre, Jahrzehnte mit rumschleift und so eine, wie eine Schutzmauer eben durch seine Meinung gebildet hat, dass da ja nichts an einen rankommt. Obwohl man intuitiv vielleicht weiß, der andere hat irgendwie ja recht. Und dann verteidigt man eben dieses vehement oder man greift gleich selber an. Aber es ist ja nur ein Davonlaufen. Entweder läuft man nach hinten weg oder man läuft direkt zu und kämpft. Es ist alles nichts. Das, was passiert ist, man löst eben das Thema nicht, verbraucht Unmengen Energie, wenn man rennen muss oder kämpfen muss, ist genau dasselbe. Und wenn man nur schaut, kostet es keine Energie. Ich lasse einfach den anderen machen und lasse es wirken, was der zum Beispiel sagt. Oder ich lese einen Artikel und kann ganz neutral schauen, könnte er recht haben, hat er auf keinen Fall recht. Das ist ja eigentlich das Geheimnis, was so simpel ist, indem man erstmal nichts macht. Indem man vor allen Dingen versucht, so wenig wie möglich zu bewerten und sofort irgendwelche Anhaltspunkte zu finden, wie man den anderen dann so niedermachen kann, niederstrecken kann oder attackieren kann. Das macht man nämlich gerne, wenn man dann jemanden loben muss, das macht man dann nicht so gerne, aber bei Kritiken sind die Menschen immer sofort dabei. Ja. Deswegen nicht davonlaufen, sondern stehen bleiben. Wenn man jetzt, was weiß ich, die Eltern sagen vielleicht, als in der Kindheit haben sie gesagt, du bist nicht gut genug. Und dann irgendwann ist man schon 30, 35 oder 36 auch. Und dann ist man vielleicht bei seinen Eltern mit einem S. Und dann sagen die wieder, was machst du da für einen Scheiß und das geht doch nicht und du hast es wieder nicht drauf. Und dann, wenn man da empfindlich ist, entweder zieht es einen sofort runter oder wenn man das nicht so mag, dann attackiert man gleich, rennt weg und schimpft und streitet wieder. Und was bringt es schlussendlich? Nix. Wenn man nicht mitredet, diskutiert, nichts sagt, wegrennt, ist nichts.
Wenn man nach vorne wegrennt und nur mit dem Hammer haut, lasst mir mal Ruhe, löst sich das Thema auch nicht. Die Eltern könnte man auch nicht verändern. Aber ich könnte cool bleiben und einfach schauen, labert halt. Und da muss man aber stehen bleiben, dass man genau spürt, was passiert denn da in einem, was macht das. Und dann kann man erkennen, was das Thema ist, wo das Thema ist, nämlich bei ihm selber. Und dass man ja an sich arbeiten kann. Stehen bleiben. Und da kommt halt dummerweise keine Polizei mit so einem roten, so einer Kelle und sagt, bleiben Sie mal stehen. Ja, da muss man selber für sorgen, dass man dran arbeitet und eben hinsteht. Und warum hat man Angst, dass man kritisiert wird? Das passiert immer im Leben. Und vor allen Dingen, was passiert es denn, was macht es denn mit Leib und Leben? Nichts. Wenn die Eltern zum Beispiel sagen, du kannst nichts, du bist nichts, du bist immer noch nichts, schon 36, dann ist es keine Bedrohung. Und trotz allem reagiert der Mensch so, indem er davonläuft oder kämpft oder einfach dasteht, so erstarrt und nichts passiert. Und in allen Zuständen passiert eben nichts. Also es erfolgt da draußen nichts. Sondern das Einzige, was erfolgt, dass man sich selber niedermacht und die Kluft zwischen Eltern und sich selber noch größer macht. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Schaut mal hin. Wenn es nicht gerade, ja, wenn ein Auto mit 100 Sachen auf einen zurast, dann muss man schon was machen, weglaufen. Aber bei solchen Dingen, es kann nichts passieren im Endeffekt. Und dies begreift man eben nicht, wenn man fortläuft oder sofort patzig reagiert. Wenn man einfach stehen bleibt und die Eltern würden das sagen, würde nichts, nichts passieren, was für Leib und Leben gefährlich ist. In der Kindheit bestimmt, ja, die haben mich niedergemacht, die mögen mich nicht und so, diese ganzen Dinge, die dann daraus folgen. Aber im Erwachsenenalter, da passiert ja nichts. Es ist nur das Ego oder innere Kind, wie immer man es nennen mag, die Trigger gedrückt. Aber es passiert da nichts. Also die könnten da stehen, die könnten 500 Worte sagen, die schlecht sind, die könnten schimpfen, die könnten das tagelang machen, es würde nichts passieren. Es ist keine wirkliche Bedrohung. Aber wenn man denkt, ah, die mögen mich nicht, das hat mich so angestrengt und so weiter und so fort, dann zapft es halt Energie, dann macht es Angst, mich mag keiner, das sind so diese Urtraumthemen. Und wenn man es schafft, einfach nur da zu sein, die labern zu lassen und einfach zu schauen, was macht es? Bin ich traurig, bin ich wütend, würde ich gerne auf den Tisch hauen. Und wenn man das ein paar Mal macht, dann lösen sich schon ganz viele Dinge. Und wenn man das öfter macht, merken das die anderen Menschen gegenüber, dass man keine Triggerpunkte mehr hat. Dann drücken die nochmal drauf. So einfach ist das. Und doch ebenso schwierig, weil wir gelernt haben, sofort Schutzfunktionen, alles hochfahren, Geschütze hoch, eventuell feuern. Oder schon Zettel parat, ich schreibe mir alles auf, was die gesagt haben. Und wenn ich es mal in 10 Jahren später brauche, dann hole ich das alles wieder hervor. Und das sind Strategien, das bringt nichts. Das bringt nichts. Wenn man hinstehen würde, jemand reagiert patzig und dann atmet, oder auch wenn man Artikel liest, die nicht meiner Meinung sind. Dann kann man schimpfen oder wenn man weiß, dass es falsch ist, dann kann man einen Brief schreiben. Aber warum davonlaufen oder kämpfen oder kritisieren immerzu? Man sagt einfach sein Ding und fertig. Denn andere Menschen kann man eh nicht überzeugen.
Und die heutige Gesellschaft ist ja so, dass sie höher, schneller, weiter immer rennt, rennt, rennt. Und rennt im Endeffekt vor dem Leben davon, vor sich selber, vor der Umwelt. Man rennt davon, man schaut dann beim Fortrennen noch ins Handy, dass man ein Navi hat, muss ich hinlaufen, hört unterwegs noch die Nachrichten, dass ich weit wegrenne und man lebt nicht mehr. Das sind nur so Funktionen, die mit dem Leben eigentlich nichts mehr zu tun haben. So tierische Instinkte, man rennt davon oder man kämpft, aber als Mensch könnte man schon weiterentwickelt sein. Bräuchte man nicht. Trotzdem macht man es. Und dies erzeugt eben so viel Leid, weil man sich den Themen nicht stellt. Wir sind auf die Welt gekommen, das erfordert schon ganz viel Mut, sagt man so, wenn die Seele sich auf die Erde inkarniert. Denn auf der Erde ist eben auch viel Leid, schöne Sachen auch, aber auch Leid in Mengen. Man wird geboren, das tut schon der Mama weh, dem Kind vielleicht auch. Dann kriegt man Zähne, das tut weh, dann kriegt man Durchfall, das tut weh, dann fallen die Zähne wieder raus, das ist unangenehm, dann hat man Zähne, dann geht die kaputt, das tut auch wieder weh, stirbt man, das tut weh, oder es tut anderen Menschen weh, und so weiter. Dann hat man Krankheiten, Unfälle, Krisen, aber auch natürlich, wie gesagt, schöne Sachen, aber man hat eben dieses Leid dabei. Und deswegen ist es sehr mutig, wenn sich die Seele in die Welt inkarniert. Das ist ein Riesenmut. Gibt es so eine Geschichte aus dem Mahabharata, dem großen oder größten Epos der Welt, wo so Halbgötter mit ihren Frauen auf die Erde kamen, es waren 8, und die sind durch den Wald gestreift und haben dann den Ashram von so einem weisen Rishi gesehen und der hatte so eine Kuh. Und die Kuh, natürlich konnte sie auch Milch geben, aber sie hat auch andere Geschenke gemacht, so alles, was man sich gewünscht hat. Und der Rishi, das war, ich glaube, Vashishta, ein ganz großer, und man merkt, wenn man diese Geschichten liest und irgendjemand tut ihm was Böses, diesen Brahmanen, den Rishis, den Asketen, dann können die Flüche rauslassen, dass es nicht mehr feierlich ist. Und die Halbgötter haben sich halt nicht getraut und haben ihren Jüngsten geschickt, hey, nimm du die Kuh mit, weil der hat nicht so viel nachgedacht. Und die anderen waren so ängstlich, hey, und klau du die Kuh, dann kriegst du nämlich die Strafe. Ja, dann hat der Jüngste die Kuh geklaut und der Vashishta, als er heimkam, hat es dann in der Meditation gesehen, wer das war, und hat dann diese Halbgötter, 8 an der Zahl, verflucht, auf die Erde zu inkarnieren. Ja, die waren natürlich völlig entsetzt. Und da sieht man, wie viel Mut es braucht, auf die Erde zu kommen, dass die Seele sich traut, auf die Erde zu kommen, um ihre karmischen Dinge abzulösen. Ja, man erzeugt immer im Leben gute Taten, schlechte Taten und die muss man dann im nächsten Leben dann ja, genießen, die guten Früchte und aber auch die bitteren Früchte. Das ist einfach so. Ja, und schlussendlich waren die Götter, die Halbgötter so ängstlich, jetzt müssen wir auf die Erde, scheiße. Und dann sind sie zur Göttin Ganga, die Göttin des Flusses Ganges, gegangen. Hat gesagt, du musst uns helfen. Und sagt sie, ja, ich inkarniere mich auch auf die Erde und wenn ihr kommt, dann schicke ich euch gleich wieder zurück. Also sie hat sie dann, das ist ja eine weitere Geschichte, getötet. Bis auf den letzten und der musste dann wieder zurück auf die Erde. Also der Jüngste musste dann zum Schluss wieder noch ein paar Jahre auf der Erde leben. Nun, und wenn wir das so betrachten würden, daran glauben würden,
dann könnte man eben sagen, ja, die Themen des Lebens kommen nicht umsonst. Das passiert man einem nicht zufällig, sondern es passiert. Das Leben passiert nicht zufällig, sondern es passiert einfach. Und das, was kommt, das, was man erlebt, das, was einen frustriert, nervt, traurig macht, das sollte man dann mal anschauen und gucken, was habe ich da für ein Thema noch. Die schönen Sachen braucht man vielleicht nicht bearbeiten, die sind gut. Die genießt man einfach, aber die anderen Dinge, und gerade die, wo man merkt, das kommt immer wieder, wie so eine Schallplatte, brumm, brumm, immer dasselbe Lied, immer dieselbe Leier, dann könnte man mal schauen, was macht denn das mit mir? Was habe ich damit zu tun? Warum muss ich das lösen mit den Eltern? Und deswegen ist es wichtig, hinzuschauen. Nicht immer nur mitspielen, das Gleiche machen, dasselbe machen, sondern immer offen bleiben. Man sieht natürlich nicht alles, aber die Dinge, die einen sofort triggern, egal was es ist, da könnte man mal gucken, was hat man da noch so für ein Thema in sich drin? Warum kritisiere ich zum Beispiel andere Meinungen? Kann jeder seine Meinung haben. Aber was hat es mit mir zu tun? Was ist meine Aufgabe oder mein Thema, dass ich da so reagiere? Wenn der andere denkt, die Welt ist viereckig oder achteckig, kann mir ja wurscht sein. Wenn der, was weiß ich, im Urwald wohnt. Wenn der mein Nachbar ist, mir jeden Tag erzählt, die Erde ist achteckig, dann wäre ich vielleicht genervt, aber dann könnte ich auch sagen, hey, ich habe mit dir nichts zu tun, lass mich in Ruhe. Aber in manchen Dingen merkt man eben, wie so irgendetwas aufsteigt und einen dann sofort aus dem Gleichgewicht bringt. Ja, ist gut so, weil dann sieht man es nämlich und kann gucken, was müsste ich da nochmal anschauen? Und je mehr man schimpft über etwas, desto mehr hat man vielleicht genau dieses Thema. Oder man macht es genau gleich, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise. Ja, und das sieht man öfters, dass Menschen über andere schimpfen, aber es auch nicht wirklich anders machen. So ist wie in der Politik, wenn Wahlen sind, dann schimpfen die sich gegenseitig zu Tode. Und wenn man da so wie als Stargast davor sitzt und sich das anschaut, dann sieht man, die lästern so viele und selber machen sie denselben Scheiß. Und das ist oft, und je lauter diese Kritik oft ist, desto mehr hat man eben selber. Oder diejenigen, die so laut schreien, haben oft ja, die meisten Themen an sich, die nicht gut sind. Ja, deswegen stehen bleiben, angucken, hinschauen. Wenn es was mit einem natürlich zu tun hat, alles andere kann man mal vergessen. Aber was sind Themen, die mit mir zu tun haben? Und diese kann man nur anschauen, nur, wenn man stehen bleibt. Wenn auch der Geist mal stehen bleibt, wenn das Gedankenkarussell stehen bleibt, dass man nur schaut. Einfach guckt, was ist da überhaupt. Ohne sofort, wie gesagt, eine Schublade aufzumachen, ah, das gehört da rein und das gehört da rein. Das bringt nichts. Das Leben ist keine Schublade. In der Wissenschaft, okay. Im Psychologischen gibt es keine Schubladen. Es gibt nur Energie, die fließt oder Energie, die nicht fließt. Wie sie fließt, gibt es auch noch Unterschiede bestimmt. Aber es ist keine Schublade, es ist beweglich. Und wenn diese Themen, die man hat, eben nicht beweglich sind, das heißt nicht, dass man keine feste Meinung haben darf, sondern dass sich diese Themen
wenn die hochkommen, mit den Emotionen zum Beispiel verbinden, so starr sind, so oder ich habe jetzt, das ist falsch oder das, der hat sie nicht mehr alle. Je schlimmer das ist, desto starrer ist das Konzept. Und einfach mal, wie gesagt, hinschauen, gucken. Und wenn man nur beobachtet und lässt es fließen, lässt auch seine negativen Emotionen und Gefühle und inneren Bilder, die jetzt hochkommen, einfach mal fließen und schaut nicht, was hat der denn gesagt, sondern was passiert in mir drin. Was macht es? Wo ist der Kern dieses Kriteriums, warum ich so viel jetzt Kritik übe oder schimpfe oder schreie oder Purzelbaum mache? Was bewegt sich da innerlich? Und das ist hinschauen. Nicht auf den anderen schauen, sondern auf sich selber schauen. Nun, dann vielen herzlichen Dank wieder mal fürs Zuhören, Zuschauen, Mitmachen, Mitdenken und bis bald.